Hier sind wir das Rio Nautilus. Ist komplett renoviert. Ist jetzt auch ein Hotel für Erwachsene. Hier am Anfang von Torremolinos. Supermärkte, Cafés, Restaurants, Bars. Alles hier in der Nähe, wo man einkaufen gehen kann. Hallo, ich bin der Hubert. Ich zeige euch die ganze Anlage, Zimmer, Hotel, Rezeption, Pool, Restaurant, wenn wir schauen. Und wenn ihr weitere Filme sehen wollt, einfach unten auf Abonnieren gehen und dann bekommt ihr auch alle weiteren Filme von mir. Bis dann, ciao. Ganz wichtig, im Rio-Hotel gibt es kein freies Wellnessraum. Eine Stunde kostet 2 Euro, ein Tag 5 Euro, 4 Tage 15 Euro und 7 Tage kosten 20 Euro. Das finde ich schon ein bisschen übertrieben in der heutigen Zeit, aber was will man machen? Am 5. ist auch noch ein Mabel. Hier hat man überall Parkplätze, kann man schön parken, wenn man mag. Wir haben, glaube ich, auch noch eine Parkgarage dabei und hier hinten sind lauter Geschäfte. Und da kann man schön ein bisschen shoppen gehen. Man kann auch mittags eine Kleinigkeit essen gehen. Ist einfach schön, das Hotel hier. Hier sind wir in der Halle. Super schön renoviert alles. Hier sehen Sie die Rezeption. Alles in den Lila-Grau-Stil. Super schön, modern gemacht. Gefällt uns sehr gut. Hallo Matthias, vom ersten Eindruck, wie gefällt dir das Rio Nautilus? Das Hotel gefällt mir unheimlich gut, es ist total modern und schick. Ja, und den Rest werden wir euch dann gleich zeigen. Hier ist dann auch der Sektempfang. Abends kann man da schön sitzen, kann auch draußen. Ist immer ein bisschen Showprogramm. Und alles mit dem Villa hinterlegt. Sieht eigentlich super schön aus hier. Ja. Hier haben wir das Haupthaus vom Rio Nautilus. Hier unten die Bar. Hier das Nebenhaus. Und da sehen wir den Pool und den Strand. Hier sind dann abends Showprogramms. Die ersten Gäste liegen schon schön bei ihr. Matthias, du hast doch hier schon mal gewohnt. Wie findest du es hier? Ja, das Hotel ist kein Vergleich mehr zu früher. Es ist super schön, es ist total modern, es ist ja für junge Leute total ansprechend. Es ist jetzt ein Erwachsenenhotel und es ist wirklich super, super schön. Ja. Und wer mehr von uns sehen möchte, drückt einmal unten bitte auf Abonnieren und dann werdet ihr jede Menge Reisen und Reisetipps und jede Menge verschiedene Hotels sehen. Vielen Dank, Matthias. Alles sehr modern gemacht. Hier ist die Bar. Und hier laufen wir dann noch mal zum Speisesalon. Der geht direkt hier runter. Ist von 8 bis 10.30 Uhr offen, von 18.30 Uhr bis 20.15 Uhr. Zwei verschiedene Essenszeiten. Frühstück haben wir jetzt leider verpasst, das ist leider schon weg. Aber der Speisesalon ist genauso geblieben wie früher. Ist auch super schön. Bisschen neuer mit Bildern, aber sonst. Schön draußen sitzen. Direkt am Pool.
kann abends den Sonnenuntergang genießen. Der geht aber leider hier hinten unter, aber es ist bestimmt auch ein schönes Farbenspiel. Hier drüben ist noch kein Baum. Hier geht kein Baum, ich weiß es auch nicht. Nee, wahrscheinlich eine Kaffeebar, wo man tagsüber auch was trinken kann. Ganz modern eingerichtet. Und hier ist man dann direkt am Pool und kann vorne zur Strandpromenade nach links runterlaufen. Da ist dann Traumpunkt. Einfach entspannen und die Seele baumeln lassen. Genießen Sie Ihren Traumurlaub, zum Beispiel in einem Rio-Hotel, einem Robinson-Club oder auf einer traumhaften Kreuzfahrt. Mehr als 5 Millionen Top-Angebote jetzt in Ihrem zuverlässigen TUI Travel Star Reisebüro Fella in Hammelburg, im E-Center und unter fella.de.